Kuckuck. So, wir sind jetzt in unserem Hotel angekommen. Wir haben das Ushimai Resort Maya für diese Nacht und wir gucken uns jetzt mal zusammen das Zimmer an. Wir sind gerade rein, also ja, in die zweite Etage und dann geht's gleich los. Wir haben auf jeden Fall in dem Zimmer einen Safe, der auch funktioniert. In dem letzten hat der Schlüssel nämlich gefehlt, aber nicht so schlimm. Ja, ein paar Sachen zum Aufhängen als Schrank hier hinter und ich glaube, hier drüben war auch noch ein paar Fächer. Ich habe jetzt noch nicht reingeguckt, ob irgendwas drin ist, aber können wir ja mal ganz schnell machen. Aber so wie es aussieht, nichts, also können Klamotten rein auf jeden Fall. So, dann haben wir wie immer auf der anderen Seite kleines Bad. Das heißt, klein ist ganz schön groß. Toilette, Waschbecken, Dusche. Reicht aus. Und dann haben wir hier hinten noch unseren Schlafbereich. Wir haben wieder zwei einzelne Betten, aber egal. Seine Seite, meine Seite. Ist einfach so beschlossen. Ja, ja, ist halt ein Zimmer. Ich kann, glaube ich, nicht so viel zu sagen. Also wir hatten schon bessere, aber ich denke, für eine Nacht ist das völlig ausreichend. Klimaanlage gibt's, eine kleine Kaffeemaschine gibt's, Fernseher gibt's. Aber das Beste ist eigentlich die Aussicht aus dem Balkon. Und das schauen wir jetzt mal raus. Also es ist auch ein Riesenbalkon, nur es gibt keine Sitzmöglichkeiten, aber wir müssen halt die Stühle mit rausnehmen. Und dann ist das unser Ausblick für heute. Der Poolbereich und man kann irgendwo da hinten auf jeden Fall schon den Uxmal-Tempel sehen, aber das sieht man jetzt nicht. Aber wenn man wohl aufs Dach geht, kann man den von oben sehen und man hat da schon voll den geilen Mond da hinten. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht. Ja, das ist unser Zimmer für heute Nacht und damit verabschiede ich mich und sage gute Nacht. Und ich denke, morgen früh, wenn wir es zeitlich hinkriegen, versuchen wir noch einmal durchs Hotel zu laufen und da ein paar Aufnahmen zu machen, weil jetzt ist es halt leider schon überall dunkel und wir versuchen es. Also bis dann, gute Nacht. So, guten Morgen. Tag 3 unserer Rundreise startet heute und wir haben ja übernachtet im Ushimai Resort Maya. Und ja, wir machen keine Tour durchs Hotel, wir sind leider ein bisschen enttäuscht hier. Ist meine ehrliche Meinung. Man hätte so viel Schönes aus dem Hotel machen können, aber aktuell ist überall Baustelle. Der Garten ist nicht aufgeräumt, der Pool ist so, dass wir gestern Abend nicht mehr reingegangen sind. Essen haben wir ehrlich gesagt nicht getestet, kann ich euch nicht von berichten, aber wir waren doch gestern Abend schon leicht enttäuscht, wo wir dann hier angekommen sind, obwohl ich mich eigentlich auf dieses Hotel gefreut habe, weil wir wirklich mitten hier im Dschungel sind, wie ihr seht. Und darum sind wir wenigstens zum Sonnenaufgang nochmal hier hochgegangen, um die Aussicht zu genießen. Und nachher geht es dann zum Tempel da hinten. Ich weiß nicht, ob man den auf der Kamera sieht. Aber da filmen wir ja dann sowieso wieder und zeigen euch ein bisschen was. Ja, ihr könnt euch das Hotel natürlich selber angucken. Vielleicht schreibt auch eine Kommentare, ihr wart vielleicht schon mal selber hier. Wir sind, wie gesagt, leider ein bisschen enttäuscht. Man könnte ganz viel draus machen. Aber egal, es war nur eine Nacht und jetzt geht's zum Frühstück und dann geht's weiter für Tag 3. Bis dann!